Wie die der Wolf und wie Fenris und Imhotep da hin und her wackeln. Während wir alle schleichen. Die sind die Einz Der Fuchs ist der Einzige, der nicht unsichtbar ist. Ah, ist hier noch was? Nee, aber es wird uns die ganze Zeit dauerhaft angezeigt. Kleiner Bug wahrscheinlich. So, das kennen wir ja alles. Hier waren wir noch nicht fertig. Obwohl ich glaube, auf der Etage schon alles gefunden zu haben. Nein, hier. Doch, hier war was. Gravierter Silberschlüssel, das war toll. Ich verstehe deine Sorgen, Schwester Netra. Aber hier im Tempel sind wir am sichersten. Was sollten wir schon Falsches getan haben? Fürs Freikrieg würde nicht seine Position in Gefahr bringen, indem er uns etwas antut. Wir haben dem Dorf doch so großen Wohlstand gebracht. Birtano tut nur so, als würde er Alarm geben. Er weiß nur zu gut, dass das leere Drohungen sind. Er will uns damit nur ängstigen, damit wir unser Heim verlassen. Sollen wir Gotha den Ketzern überlassen? Wenn die Zeit gekommen ist, wird auch Wirtan seine Rolle spielen. Unser Tempel wird noch lange stehen, nachdem Fürst Redricks Herrschaft auf Kies und Erinnerungen reduziert wurde. Ja, leider nicht. Jetzt haben wir noch einen Schlüssel. Leider sind die Priester ja alle verhungert oder verdurstet oder sich leider gegenseitig an die Kehle gegangen. Aber das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, durch diese Tür da zu kommen. Statt dem ewigen Glockenrätsel. Hier war aber, glaube ich, nichts mehr. Außer jede Menge herumwirbelnder Staub. Habe ich hier irgendeine Questaktualisierung? Fragmente eines zertrümmerten Glaubens. Fürst des Ödlands, Bronze unter dem See. Also ja, die Kopfgeldjägeraufgaben sind schwieriger, als ich zuerst erwartet hatte. Ich dachte, so ein Xaurib-Anführer zu töten würde noch gehen. Die Xaurips um ihn herum zu killen, das ist kein Problem. Nur die Drachen. Die Drachen, die er da hat. Warum auch immer er Drachen hat. Und ja, das macht mich irgendwie fertig. So kleiner Xaurib möchte gern Häuptling in Talholz, im allerersten Gebiet, was wir besucht hatten, nachdem wir den Prolog abgeschlossen hatten. Hatte einfach so Drachen. So eine Etage tiefer. So, wie machen wir es hier? Erst hier unten durch, darum, dann da oben und dann darum und dann raus. Ja, so dürfte das gehen. Hier ist nichts.
Ist hier vielleicht noch was? Scheint auch nichts mehr zu sein. Nein. Okay. Dann hier rüber. Nee, halt erst da hoch wollten wir. In das einzige Zimmer, was so gelblich leuchtet. Ich glaube, hier war auch was in der Statue. Oder doch, neben der Statue. Ja, ein paar Edelsteine sind immer nicht schlecht und 13 Münzen. Naja, Ausrüstung verbessern wäre auch immer so eine gute Idee. Trotzig. Plus 50 Schaden, Rüstungsschadensreduktion wegen Gesundheit unter 25. Naja. Ich glaube wirklich mit Stufe 8, wenn wir unsere ganzen Rüstungen wie Trackgehirn verbessert haben. Verfassung, Gewandtheit. Verfassung wäre nicht schlecht. Oder Gewandtheit, aber dafür bräuchten wir einen Diamanten. Okay, das ist nicht so billig. Ja. Ein weißer Fuchs. So, hier hatten wir das Wasser abgedreht. Gibt's hier was? Scheinbar nicht. Jetzt müssen wir noch hier unten gucken und hier reingucken. Und dann geht's da den Gang lang weiter. Ja, in Dungeons schleichen und sich umgucken, das ist immer die beste Idee, dass man solche Secrets nicht verpasst. Also sonst muss man das Ganze nochmal machen. Außerdem wird man da nicht so schnell von Gegnern überrascht, wenn man schleicht. So, hier kann glaube ich nichts versteckt sein. Außer vielleicht wieder in den Wänden irgendwo. Nee. Dann geht's hier runter oder als nächstes. Das war das schicke Becken. Da war ein Secret, aber das hatten wir schon entdeckt, glaube ich. Achso, und da werden uns die Secrets angezeigt, die wir schon entdeckt hatten. Ich kann mich aber auf jeden Fall daran erinnern. Ah, das haben wir auch schon entdeckt, okay. Ja, das Secret haben wir entdeckt. Ja, da hat immer noch seine Tür. Seine Speisekammertür. Die hat nicht mal Qualität. Ach, weil uns Pegakrone fehlen. Das wäre schon mal nicht schlecht. Hier fehlen uns auch diese Vitrakirne.
Okay, dann geht es jetzt da oben rum und raus hier wieder. Dass die kein Licht da drin hatten, verstehe ich nicht ganz, weil... So, das Secret hatten wir auch schon, ne? Jo. Gut. Damit sind wir dann im Tempel fertig. So. Jetzt haben wir nur noch den Raum hier und dann war es das. Und hier drin gab es, soweit ich weiß, nur die Kerzen, aber an denen können wir nichts mehr machen. Das heißt, raus hier. Soll ich jetzt erst nochmal versuchen, den Typ bei Magrans Gabelung zu erwischen? Das könnte uns vielleicht sogar schon das Level, den Stufenaufstieg bringen. Ich bezweifle es, aber es könnte gut möglich sein. Es gibt übrigens ein Steam Achievement, wenn man das Spiel mit nur mit seinem Main-Char auf höchstem Schwierigkeitsgrad, Expertenmodus und Eisenurteilmodus. Also der Modus, dass man tot bleibt. Dass das Game von der Spielstand futsch ist, wenn man stirbt. Dafür gibt es ein Achievement. Wie soll man das bitte schaffen? Da muss man wahrscheinlich einen Schurken spielen und sich die meiste Zeit einfach nur hin und her schleichen. Darf gar nicht viel kämpfen. So, Magrans Gabelung. Obwohl, vielleicht sollte ich zuerst versuchen, Redrick zu töten. Weil ich muss dann eh zu Magrans Gabelung und Kolsk Bescheid sagen, dass Redrick tot ist. Ja. 16 Stunden. Ja, der tierische Gefährte ist zwar nett, aber ist irgendwie etwas zu schwach für meinen Geschmack. Sure. Ah, westlicher Wachturm abgeschlossen. Dann bauen wir als nächstes den Burghof, wollte ich ausbauen. Alles andere macht irgendwie noch keinen Sinn. Kerker, Forum, Übungsgelände, Botanischer Garten, Irrgarten. Forsterhütte. Ich hätte den vielleicht gefangen nehmen können, hätte ich den Kerker gehabt. Kaufen wir mal den Kerker. Hi Jungs. Ich will hier nur durch euren Anführer töten. Und das ist übrigens Baukräne, keine Artillerie. Und das hier oben sind auch irgendwelche Kräne. Und hier im Innenhof ist sehr viel los. So, gut. Wir hatten ein paar Level ab, seitdem wir Redrick verlassen haben. Vielleicht können wir ihn jetzt erledigen. Vor
Frage ist nur, was danach mit seinen Truppen passiert, ob die uns furchtbar böse sind oder ob sie sich verstreuen oder vielleicht sogar uns anschließen. Weil ziemlich viele sehen doch, dass Redrick den Verstand verliert langsam.